Ihr wollt wissen, wie es mit der Bahnstrecke weitergeht? Dann bleibt dran! Tarauch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Das sieht immer noch komisch aus. Egal. Ich glaube, wir haben für unser Zeug hier unten so ziemlich alles zusammen. Also für unsere Produktion. Das muss jetzt nur noch da reinlaufen. Nicht für unsere Produktion, für unsere Bahnstrecke da hinten hin. Das ist natürlich überwiegend das, was wir am meisten brauchen, was jetzt noch reingehen soll. Und wir kriegen ja sowieso nicht alles in den Wagen direkt rein. Wie können wir das denn jetzt am besten beschleunigen? Also entweder wir nehmen Zeug da raus, wenn es nicht so ein Akt wäre. Könnte man zum Beispiel mal eben trotzdem nicht rein, weil ganz tief drin eins ist, oder was? Ja, da ist ein Rohr. Aber da komme ich nicht ran. Okay, verstehe. Da könnten wir aber hingehen. Das von hier rausnehmen. Und da drüben reinpacken. Also, ne, da reinpacken. Einfach, damit wir auch wirklich alles da reinkriegen. Da. Fangen wir hier unten an. Da müssen wir ja irgendwie alles mitbekommen. Das war vollkommen falsch, was ich hier gemacht habe. So, ich will das nicht in die Frachtplattform, ich will das in den Anhänger packen. Öffne das Inventar, so will ich das haben, danke. So, dann kann ich das nämlich schon direkt in den nächsten reinpacken. Und wir können mal eben andere Musik anmachen, weil im Moment ist ein bisschen sehr leise. So, besser. Das mitnehmen, das aber da lassen. Das mitnehmen, das mitnehmen. Das da rein, das da rein, das da rein. Einmal sortieren. So. Du läufst erstmal weiter voll. Mal das mitnehmen. Das. So viel wie möglich hiervon. Und wir packen hier den rein. Und den dann schon mal direkt einen weiter. Hier gerade ein Zeug reingepackt? Oh Mann, ey. Ich bin eine Nase. Irgendwann muss man doch auch mal treffen können, oder? Das raus. Dahin. Das rein. Weiter. Das rein. Immer noch falsch. Gottverdomme. So. Jetzt aber. Da haben wir einen Anhänger. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen laufen. Und wir nehmen unser Zeug direkt hier raus. So. Dann läuft das nämlich nicht mehr. Das lassen wir jetzt eben zu Ende laufen, weil sonst wüsste ich nicht wie. Wir schnappen uns das hier raus. Ich fürchte nur, dass wir am Ende irgendwann ein Problem mit denen kriegen. So,
Wir haben alles und wir haben noch einen frei. So, ich machen wir den. Gehen wir hin und setzen. Wie machen wir das? Also wenn ich jetzt alles da reinschreibe in unsere Liste, was wir so an Sachen brauchen, das kann ich mir überhaupt mal aufmachen hier. Dann wird diese Liste sehr, 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 sehr lang. Ich meine, wir kriegen eh nicht alles mit. Weil das ist ja das, was wir als erstes brauchen. Aber wir können ja trotzdem schon mal so weit vorgehen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Fabrikatoren. Geschmeidige 268 Stück. Wir brauchen. Das hält sich noch in Grenzen. Konstruktoren. Sind nicht so viele. Das ist übrigens schon mehr, als wir an allen Geräten in der anderen Fabrik gebraucht haben. Gießereien. Dann Mann, ich mich in der Tasche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 53. Vorsichtshalber, wir haben wieder die Situation, dass wir irgendwo Wasser brauchen, dass wir umlegen. Da habe ich so gar keinen Bock drauf. Also, dass wieder zurückgeht in eine andere Fabrikation. Nee. Komm mal, hiervon brauchen wir auch nur eine kleine Anzahl. Immerhin, wir brauchen keinen Teilchenbeschleuniger, das ist doch schon mal was. So, davon brauchen wir 6. Wunderbar. Hier hätte ich auch mal nachgerechnet, es reichen. Wo ist die andere Liste? Da. Davon brauchen wir gar nicht so viele. Wir brauchen nur 13. Ich lasse die trotzdem so da stehen, weil vielleicht brauchen wir mal für Beton oder nochmal eben nebenbei eine kleine Stahlproduktion oder sowas. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall hätten wir da hinten genug, um Stahl zu produzieren. Weil Eisen ist da wirklich genug und Zeugs. Und da kann man eben ein bisschen nochmal 2 Raffinerien dazu oder so und ein bisschen Gießereien und ein bisschen. Ihre Kohle ist nämlich auch. So. Das sind all die Apparellos, die wir brauchen. Und wenn ich mir dann unsere Liste hier drüben angucke. Immerhin, Eisenstangen und Draht haben wir genug. Verdammt. Das ist so unfassbar viel Zeugs. Ich liebe es, dass man es immer noch nicht lesen kann. Was haben wir denn hier? Kabel. Kabel wird auch lustig. Kabel sind hier immer ein Problem. Werden nicht mehr genug nachproduziert. Und wir brauchen am meisten noch. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich da hinten auch nochmal eine kleine Kabelfabrik basteln. Zumindest temporär. Gut. Was wir jetzt aber zuerst vorhaben, jetzt mache ich einfach Folgendes. Ich fliege darüber. Hol mir Stahlrohr und Stahlschienen, also hier Stahldingsbums und Beton, was ich kriegen kann. So, wir brauchen davon so viel wie geht, davon so viel wie geht, ja, und davon am liebsten noch mehr. Kriege ich irgendwie, was könnte ich denn wegtun, weil ich es nicht mehr brauche? Gasmasken sollten bleiben. Was
So, wenn ich das so mache, wie ich das vorhabe, fehlen uns exakt 2 Power Shards. Müsste mal gucken, ob wir noch genug haben. Brauche ich das? Das wäre gut, um mir Sachen zu markieren mit Schildern. Zumindest mit kleinen. Aber den Quarzsand brauche ich dafür, glaube ich, nicht. Ne? Was brauchen wir für Schilder? Organisation. Wir brauchen das Zeug. Brauchen wir Ingo für Quarzsand. Also hier unten ist klar, die großen machen wir aber auch nicht. Wir werden irgendwo hier in diesem Bereich bleiben. Weil da brauchen wir schon wieder die anderen. Okay, dann machen wir folgendes. Gehen hier hin. Weißt du, wenn ich schon mal den Quarzsand weg und packen uns nochmal das dazu. Dann Gewehrmunition. Wir brauchen so viel Schuss gar nicht, weil wir haben ja keine Feinde. Das würde ich allerdings erstmal lassen. Wie sieht das mit Schrauben aus? Brauche ich die Schrauben für irgendwas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich packe die Schrauben am besten in links rein, oder? Ich bin unschlüssig. Wir gucken jetzt da vorne nochmal, ob wir vielleicht noch irgendwo Power Shards haben, die ich übersehen habe. Wenn wir noch 2 Stück haben. Nee, haben wir hier nicht. Okay. Ich habe gerade gedacht, ich hätte hier ganze Stacks voll. Habe ich aber nicht, Gott sei Dank. Sonst irgendwas? Nein. Da. Da ist noch ein Gewehr, brauche ich aber nicht. Nein, also Power Shards, wir brauchen irgendwo nochmal eine gelbe Schnecke her. So, und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt noch länger hier Zeit verplempern, setzen wir uns in den Zug und fahren los. Dieser Zug könnte einen richtig witzigen Fahrplan kriegen, wenn man will. So. Wie sieht das aus? Da ist gerade kein Zug. Da kommt gerade der Zug rein. Das wird lustig. Also das könnte einmal groß Bumm machen. Da wollen wir auch lang. Ja, ich weiß, der ist hinten nicht ganz voll, aber geht hier jetzt nur darum, möglichst schnell da vorne die Bahnstrecke zu machen. Ich meine, im Zug selber haben wir im Bahnhof selber, da müssten wir vorne hinten entsprechende Signale haben. Da haben wir dazwischen gesetzt. Wenn ich alles richtig gemacht habe, müssten wir vor den Spiralen auch was haben. Spiralen ist gut vor der Spirale. So. Da geht's lang. Genau, hier haben wir eins. Oh, es ruckelt wieder. Wir sind an irgendwelchen Grenzen. Okay, du weißt nicht, wo wir lang wollen. Das passt auch. Sehr schön. Also da müssten wir jetzt sowieso. Spätestens hier bleibt der Zug stehen. Weil wir sind jetzt da drin in dem Weg. Das heißt, wir können nicht mit dem kollidieren. Oder der mit uns. Wir halten zwar dann alles auf, aber das ist gerade nicht so schlimm. Es geht nur darum, dass wir einmal die Schiene da runterkriegen. So. Hier geht's hoch, hier rum. Wie oft habe ich diese blöden Viecher da schon getötet? Hier ist ja wieder meine absolute Kunst. Wie lange waren wir hier hinten nicht mehr?
Zeit, dass wir das hier zweispurig machen. So, ich bremse schon mal. Oh, Gott sei Dank, wir haben hier auch ein Signal. Okay, also wir sind hier relativ safe. Weil hier wollen wir quasi den Abzweig machen. Ein Stückchen zurück, bitte. Okay, es ist Nacht geworden. So, hier möchte ich den Abzweig machen. So. Wie machen wir es? Nicht da runterspringen. Guck, da ist auch unsere Schnecke direkt. Ich würde sagen, wir gehen hin. Architektur. Wir hatten ja den großen genommen, wir setzen große Betonsäulen. Aber wir setzen die Betonsäulen so. Erstmal fangen wir mit den Kollegen an. Dann setzen wir Betonsäulen da drauf. So, und jetzt nehmen wir unsere Blaupause. Setzen die da oben drauf und hoffen, dass wir damit hier irgendwo Schiene abgreifen können. Logistik. Nicht Logistik, Transport. Schiene. Wo haben wir denn hier? Da hinten steht nämlich der andere an. Da können wir rausgehen. Kommen wir dann? Nein. Okay, da funktioniert. Warum gehst du jetzt nicht? Warum hast du hier hinten so einen komischen Knick? Hallo? Schiene? So. Bist du? Das sieht blöd aus von der Schiene her. Da muss ich das Ganze nochmal irgendwie ein paar Meter nach hinten setzen oder hier so hin. Das sieht besser aus. Okay, wir nehmen das hier nochmal weg. Ja, das kommt bitte. So. Dann setzen wir das weiter weg. Ist ja auch kein Problem. Also hier an der Stelle jetzt das erste hinkriegen ist halt ein bisschen fuddelig. Das wusste ich aber auch, das war mir klar. Machen wir so. Blaupause. Jetzt sag mir bitte, dass du funktionierst. Und du sag mir bitte, dass du hier wieder dran gehen kannst. Oh, perfekt. So wollte ich das haben. Wir haben hier den Bogen. Und wir haben hier die Strecke drumherum. Das heißt, ich muss hier an der Stelle nur noch ein Fahrtsignal machen.
Und zwar eins, das in die richtige Richtung geht. Die Richtung wird mir wo angezeigt? Achso, mir fehlt Material. Oh. Computer dafür. Das heißt, ich muss erstmal. Ja, Zug da hinten, du darfst gleich. Wir packen mal eben den Kunststoff weg. Den brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen Computer. Und was brauchen wir noch für das Fahrtsignal? Es ist schön, dass man die Kosten nicht sehen kann. Es fehlt mir noch Blech. Fahrtsignal. So rum ist das richtig. Dann haben wir da einen neuen Pfad geschaffen. Und am Ende muss immer noch ein Blocksignal sein. In die andere Richtung. Es fehlt Platine. Natürlich fehlt Platine. So. Los. Nicht in die Richtung. Aber. Seite. Das müsste reichen. Reichst du, dass du bis da vorne gehst? Damit der andere Zug durch kann. Ja, den kann ich jetzt einfach fahren lassen, weil der fällt ja eh nicht runter. Zurück. Rückwärts. Drauf geachtet. Rückwärts. Jetzt nicht in den anderen Zug reinfahren. Und er ist sofort losgefahren, der Drecksack. Sorry, Kollege, ich muss dich nochmal wieder ein Stück zurückfahren lassen. Da stehen. Moin Moin! Es ist viel angenehmer, wenn die friedlich sind. So, du musst noch weiter zurück. Das Ende des Zuges gar nicht sehen. Ist auch gut. So. Bremsen, bremsen, bremsen. Danke. Dann geradeaus fahren. So, ab hier sind wir quasi in dem Bereich, wo wir rein wollen. Wir haben Strom. Das ist noch viel besser. Und der Zug kann vorbei. Das ist ja optimal. Also so soll das laufen. So habe ich mir das gedacht. Ist natürlich doof, dass überall das Gestrüpp wieder da ist, aber egal. So, du müsstest deine Fahrt fortsetzen können. Warte, das kann ich auch hier im Bahnhof einstellen. Fahrplan. Nicht Kaboom, sondern Train. Genau. Autopilot starten, du müsstest hier jetzt ankommen. Kommst da durch. Kommst da durch. Und da vorne müsstest du dir eigentlich deinen Weg holen können. Nee, weil dieser Block hier noch blockiert ist. Blockiert ist. Wunderbar. Kein Thema. Ey, wir kommen aber auf jeden Fall dem Ganzen näher. Das ist doch schon mal schön. So, wir machen jetzt. Wie machen wir es denn jetzt? Wir fahren noch ein Stück weiter hier rein, machen dann hier einen Bogen.
Genau. Das heißt, wir gehen von hier aus. Wir brauchen Betonfundamente. So, dann waren das 14, hatten wir gesagt, ne? Das ist einer. 11. This is Patrol Figure. 14. Auf die 14 mussten wir das draufsetzen. Und zwar mittig. Oh, jetzt muss ich noch sehen, ist das richtig umgedreht. Ja. Ist es. Wir haben hier okay, den kann ich besser bis in den Boden gehen lassen. Das sieht definitiv besser aus. Na, dann können wir das hier wegnehmen. Hier hingehen. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht kann, ist schweben, fliegen oder sonstiges. Ach, hier kann ich es wieder. Sehr gut. Das heißt, von hier aus geht der Kollege ans Board. Da dran. Der Kollege geht da dran. So, was sagt denn unsere Zeit? So weit sind wir schon wieder. Wir fahren dich jetzt vor bis zum nächsten Pole. Dann kann er nämlich durch. Ah, der hat jetzt erkannt, dass da frei ist, obwohl, weil ich hätte jetzt gesagt, ich muss noch hier ein Blocksignal hinmachen und theoretisch auch da. Block verfügt über kein Ausgangssignal. Und du verfügst über kein Eingangssignal, richtig? Okay, ich verstehe. Ich verstehe dein Problem, aber ihr werdet sowieso mit der Zeit erst kommen. Sehr gut. Es ist eben die Frage, wie komme ich am schnellsten und sinnvollsten darüber? Kann ich das hier per Jetpack erreichen? Weil dann habe ich nämlich diese kleine Nebenaufgabe, die ich mir gestellt habe, direkt erledigt. Perfekt. So soll das sein. Jetzt machen wir Folgendes. Wir brauchen 14. Wir wollen in die Richtung. Wir schnappen uns also hier unser. Brauche ich eigentlich da die Metallsäule hin? Ja. So. Ich kann das ja. Materialien, Beton. Ich kann das nicht.
Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Ich höre dich, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich, aber... Wo soll denn mein... Alien Artifact sein? Egal. Wir gehen jetzt. Von hier aus. Bob? Acht in die Richtung? Und dann da? So, aber das sollte doch passen, oder? Das wird jetzt nämlich der interessante Part. Ob das funktioniert? Wenn ich das jetzt hier in 45 Grad draufsetze. Da ist das Ende. Das kriege ich gar nicht hin. Weil so will ich das ja nicht haben. Das heißt, aber ich kann das jetzt auch hier nicht draufsetzen. Aber ich kann hier hingehen. Und kann sagen, ich möchte gerne meine Säule so stehen haben. Dann kommt dort Beton drauf. Bis auf diese Höhe. Blaupause. Jetzt gucken. So wäre richtig. Der Spieler ist im Weg. Comply. So lucky that you found this most valuable artifact. Jetzt versuchen wir unser Glück, indem wir da hinten. Also ihr seht schon, das könnte ein bisschen dauern, bis wir damit durch sind. Harvest. Hä? Nein. So, da dran. Da dran. Easy. Sehr schön. Also, das funktioniert schon mal. Ja, ist ein bisschen nervig mit den Hilfskonstruktionen. Aber wir können so vorwärts kommen. Das wird alles ein bisschen dauern. Aber egal, und es sieht vernünftig aus. Das ist das erste Mal, ich vernünftig eine Bahnstrecke baue. Also wirklich vernünftig. Das eine ist ja, unsere Steigung da hinten zur Kaboom-Fabrik ist ja nicht ganz doll. Ja, und so geht der Spaß jetzt erstmal weiter. Und zwar einmal, ich hoffe, ich habe die Richtung jetzt richtig. Wo sind wir? Da. Kann ich ganz, die fast gerade lassen können. Wenn wir hier so hinfahren. Oh, hier ist sehr gut, weil ich brauche dieses Bauxit. Das heißt, wir können hier hin und dann hier lang. Das ist genau richtig. Das nehmen wir so mit und fahren hier weiter. Dann können wir nämlich hier schön hoch und da lang. Sehr gut. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Halt die Klappe. Und damit macht es gut. Käffchen.